Die Palastanlage befindet sich auf dem höchsten Hügel des Belgrader Stadtteils Dedinje, von wo aus sich ein wunderschöner Ausblick auf Belgrad und den Wald Košutnjak, auf Topčider und das Avala-Gebirge bietet. Der Hofkomplex nimmt eine Fläche von 135 Hektar ein und liegt in einem Park mit üppigem Gewächs. Das ältere Gebäude des Königshofs wurde von 1924 bis 1929 mit den Mitteln von König Alexander I. gebaut, der dort mit Königin Maria und Sohn Petar lebte, dem Vater von Thronnachfolger Alexander Karadjordjevic, dessen Zuhause das heute ist. Der Weiße Palast ist eine repräsentative eingeschossige Villa aus weißem Marmor in serbisch-byzantinischem Stil, die der Architekt Živojin Nikolić und das Akademiemitglied Nikolaj Krasnov entwarfen. Der weiße Marmor für die Fassade stammt von der Adria-Insel Brač, aus dem auch das Weiße Haus in Washington gebaut ist. Die Salons sind im Stil der Renaissance und des Barocks eingerichtet und mit authentischen Möbelstücken aus verschiedenen Epochen ausgestattet. Die Wände sind mit Tapisserien französischer Herstellung aus dem 17. und 18. Jahrhundert geschmückt und die Decken und Gewölbe sind mit den Motiven aus serbischen Volksgedichten bemalt oder mit den Kopien der Fresken aus den serbischen mittelalterlichen Klöstern Sopoćani und Dečani verziert, die auf der UNESCO-Liste des Welterbes stehen. Im Königspalast und im Weißen Palast befinden sich ausgesprochen kostbare Gemälde serbischer, venezianischer, flämischer und französischer Meister wie Poussin, Bruegel, aber auch eine große Zahl von Plastiken berühmter serbischer Künstler Ivan Meštrović und Toma Rosandić. Im Erdgeschoss des Königspalastes befinden sich Zimmer für Erholung, ein Billard- und Kinosaal, einer der ersten in Serbien. Die Innenräume stattete Nikolaj Krasnov aus, nach dem Vorbild der Paläste in Kreml. Dort steht auch die Skulptur des Kriegers, das einzige erhaltene Bildhauerwerk von Königin Maria, der Großmutter des Thronnachfolgers Alexander Karadjordjevic, die eine beliebte Herrscherin und begabte Künstlerin war. Der Königspalast ist mit einer Kolonnade von Steinsäulen mit der Schlosskapelle verbunden, die dem heiligen Apostel Andreas dem Erstgenannten, dem Schutzpatron dieses Heims, gewidmet und die nach dem Vorbild der Königskirche in Studenica aus dem 12. Jahrhundert errichtet wurde. 5 Jahre nach dem Einzug in den Königspalast, 1934, hatte König Alexander den Wunsch, für seine Söhne Petar, Tomislav und Andrej eine Residenz bauen zu lassen. Die Fertigstellung 1937 hat er leider nicht erlebt, da er im gleichen Jahr, 1934, in Marseille erschossen wurde. Der erste Bewohner des Weißen Palastes, den Architekt Alexander Djordjevic projektierte, war bis zur Volljährigkeit von König Petar II., Fürst Pavle Karadjordjevic mit seiner Familie. Das zentral gelegene Foyer des Weißen Palastes, ein Bild, das häufig bei verschiedenen Empfängen des Thronnachfolgers zu sehen ist, ist mit einem repräsentativen Bildnis von König Alexander, einem Werk des großen serbischen Malers Paja Jovanović, aber auch mit Bildern französischer Meister aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts geschmückt. Das Esszimmer ist im Chippendale-Stil eingerichtet mit wunderschönem Porzellan aus Sèvres. Im großen und kleinen Festsaal befinden sich Originalmöbel im Louis XV. Stil mit venezianischen Kronleuchtern. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Bibliothek des Weißen Palastes etwa 50.000 Bücher in mehreren Fremdsprachen, die in den Kriegswirren abhanden gekommen sind. Und so zählt sie heute nur noch einige tausend Exemplare. Seit 1941 befand sich die Königsfamilie im Exil. In London wurde 1945 Thronnachfolger Alexander geboren, zu der Zeit, als in den Weißen Palast der damalige Präsident Jugoslawiens Josip Broz Tito eingezogen war. In der Zeit des Kommunismus war die Schlossanlage in Dedinje für die Öffentlichkeit geschlossen.
bis zum Beginn dieses Jahrhunderts, als sie der Familie Karadjordjevic wieder zurückgegeben wurde.